Musterschießen, das ist im Übrigen die Schussdistanz. Das sind so knappe 15 Meter, denke ich mal. Gehen wir mal hin. So, schießen werde ich mit der Röhm Desperado. Ein schönes Gewehr, ist ein Pistolengewehr, ist recht kurz. Dann auf die größeren Geschichten werde ich dann, auf die größeren Ziele werde ich mit dem Colt 5, 8, 6 und 4 Zoll schießen. Den Colt habe ich bestückt mit dem CO2 Target von RWS und wie viel Target Profi Green sind in der Langwaffe drin. So, kommen wir denn zu den Zielen. Manche möchten ja immer auf so einen Zwerg schießen, ich auch gerne, aber ich mache es eben halt, weil es mir Spaß macht. Andere machen es eben halt aus anderen Gründen. Ich schieße hier auf die Zwerge, aber auf Streukreise. 1 Euro, 10 Cent. Was haben wir da noch? Das ist 5 Cent, ne, 2 Cent und 1 Cent. Ja, und zum Warmschießen nehme ich mal ein paar Eier. Und ja, dann kommen wir nochmal zu unserer Ping-Pong-Geschichte. Ganz easy Geschichte. Hier anmachen, der Ball liegt auf. Leider ist es ein Problem mit dem Wind. Ja, der hoppelt ganz hin und her. Es geht auch teilweise. Es geht auch mit zwei Ping-Pong-Bällen, nur ist es jetzt zu windig draußen und die kommt zu sehr in Berührung. Ich kann das mal kurz demonstrieren. Ja, der ist schon wieder weg. Will nicht. Einer geht. So, also erst die Eier zum Warmschießen. Noch ein bisschen suchen die Eier. Und dann die Münzen auf den Zwergen. So. Ja, ich muss mich ein bisschen beeilen. Eine Regenfront naht und es sind 7 Grad draußen. So, dann lass uns mal das Schießen beginnen. Leider wird es jetzt ein bisschen windig. Ach ja. Schauen wir mal, was übrig bleibt. Erstmal oben die Eier, links. Dann unten die Eier, links. Das Ei rechts daneben, das lilane. Ein Treffer. So, dann das Ei zwischen den Zwergen auf der grünen Box. Ja, etwas tief die Geschichte. Da bleibt nur noch einer übrig. So, das mal nachladen. Die Münze auf dem linken Zwerg. Es gibt schon so ein paar Tiefschüsse hier. Durch 1 Euro. Ja. Das war der Zwerg. Ein bisschen drüber halten. Ja. Ist doch etwas zu kalt hier draußen. Die Waffe schießt zu tief. Ja, das hat geklappt bei 2 Cent. Sieht aber ganz gut aus. So, dann mal den Föhn. Ja, Vorführeffekt. Oh oh.
So, scheint besser gewesen zu sein. Erstmal oben die Eier. Links. Dann unten die Eier. Links. Das Ei rechts daneben. Das lilane. Das Ei durch den Zwerg auf der grünen Box. Ja, das ist die, diese Schütze. Da bleibt nur noch einer übrig. So, jetzt mal nachladen. Die Münze auf dem linken Zwerg. Ja, so Vertiefschüsse hier. Durch 1 Euro. Ja. Das ist der Zwerg. Ein bisschen drüber halten. Ja. So, etwas zu kalt hier draußen. Und das ist schief zu tief. Sieht doch ganz gut aus. So, dann mal die Föhn. Mit der Ball rutscht. Dann schauen wir mal. Wie man sieht, Volltreffer. Okay, coole Geschichte. Ist aus der Entfernung wirklich nicht sehen. Also die Zwerge sind nicht verletzt. Hier ist die Münze oben entfernt worden. Hier hatte ich das mit Knete festgemacht. Auch der liegende Zwerg ist auch in Ordnung. Und der ist ja runtergefallen. Ja, und den habe ich sauber getroffen. Wo ist er? Das Loch. Ah ja, kann man hier in die Kamera nicht genau sehen. Also coole Geschichte. Ich versuche es dann mal im Haus nächste Tage mit zwei von den Ping-Pong-Bällen. Mit den Smith & Wesson, nicht Colt, 5,86 in 4 Zoll auf die Zwerge. Jo, das wird gewesen sein. Zerstörungsergebnisse. Ja, der
hat nicht so viel abbekommen. Hat es überlebt, das Ostern. Der auch nicht. So. Sieht gut aus. Bei anderen sieht es nicht so gut aus. Der liegende ist jetzt komplett liegen geblieben. So. Das zum Roboter. Es ist schon sehr kalt, also die Waffen haben schon ein bisschen Druckverlust. Aber wie schon gesagt, vor der Kamera, das Schießen ist manchmal auch ein bisschen schwer. Alles klar. So, WPO, das war es zum Osterschießen. Alles hat nicht so geklappt, wie ich es wollte, aber das ist eben halt dann nichts Professionelles. Das ist eben halt hier Hobbybereich. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche frohe Ostern nochmal. Viele Grüße an die Firma Teutenberg auch, die uns immer fleißig unterstützt. Ich weise darauf hin, dass wir bald nächste Woche das Walter LGU Vermint bekommen. Freuen wir uns alle drauf und ein paar andere Tests. Ich grüße auch alle Moderatoren. Das Moderatorenteam wünsche Ihnen auch extra frohe Ostern und auch den Nutzern von WPO, den Gästen, den Usern und so weiter. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denne. Ciao, ciao, euer Nobby.